Ja, Freunde, es ist endlich passiert. Seit Monaten schießen zwei Rapper im Internet ständig gegeneinander, wollen fighten, wollen ein 1 gegen 1, wollen zeigen, wer der Härtere im Rap-Business ist. Es kam, wie bei allen anderen Rappern, zu nichts. Und jetzt auf einmal erfährt man, es gab ein Face-Off zwischen den beiden. Die beiden haben einen Vertrag unterschrieben und werden am 7.5. in Hamburg bei Universum Boxing gegeneinander kämpfen. Und ich sag euch ganz ehrlich, mein Herz zurzeit so. Kung Fu Fighting. Es gibt einen Kampf. Und wie soll es auch anders gewesen sein? Das Face-Off war anders wild. Ich blende euch hierzu mal relativ kurze Ausschnitte ein. Das komplette Face-Off seht ihr dann bei Universum Boxing auf dem Kanal. Wird auch unten verlinkt sein. Und als wenn das nicht schon genug wäre, fängt es jetzt erst richtig an, meine lieben Freunde da draußen. Ich kann euch eine Sache hier versichern. Und das ist auch der Hauptpunkt in diesem Video. Weil immer wieder die Frage gestellt wird, zumindest bei mir im Stream auf Twitch. Ja, ich streame abends auf Twitch. Immer 20 Uhr, schaut gerne vorbei. Ist dieser Kampf, dieser Beef Promo? Ist es Fake? Was steckt dahinter? Und ich kann euch diese Frage zu 100% beantworten. Der Beef ist zu 1000% echt. Ich weiß es, weil ich zu beiden Protagonisten Kontakt habe hinter den Kulissen. Es hat sich die letzten Monate einiges angestaut. Aber, jetzt kommt das große Aber, es dient natürlich auch zu Promo-Zwecken. Also, ihr könnt mir eine Sache glauben. Ich denke nicht, dass die beiden so schnell dieses Angebot angenommen hätten, wenn nicht große Mengen, große Summen im Hintergrund geflossen wären. Und in dem Punkt muss man einfach ein Lob aussprechen an Universum Boxing. Die wissen ganz genau, wie es funktioniert und die haben mit ihrem ersten Event schon alle Rekorde gebrochen. Und ich muss euch sagen, fairerweise, es war sehr, 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 sehr unterhaltsam. Vor allem, ich war überrascht, wie geil die Kämpfe waren. Aber mit dem nächsten Event ruhen sie sich nicht auf ihre Erfolge vom ersten Event aus. Nein, die toppen das Ganze sogar noch. Also wenn die Liste, die mir zugeschickt wurde, stimmen sollte, dass diese Protagonisten, vor allem die YouTuber, die da teilnehmen sollen angeblich, wenn die bewerkstelligen könnten, das hinzukriegen, wird es ein absolut unvergesslich krankes Event. Naja, abgesehen davon, dass ich alleine dieses Event mir reinziehen werde wegen dem Kampf Sinanji und Bösemann, kriegt man dazu obendrein auch noch andere sehr, sehr qualitativ hochwertige Kämpfe geboten. Aber ich will euch jetzt mal kurz einen Vorgeschmack darauf geben, was uns jetzt bis zum 7.5. erwarten wird. Und zwar regelmäßiger Shit-Talk von beiden Seiten. Sinan postet zum Beispiel das hier. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Auf jeden Fall kleine Nachricht von mir. Und zwar, ich bin keiner von diesen Rappern, die viel labern. Wenn ich sage, ich gehe in den Ring, dann gehe ich in den Ring. 7. Mai wird gekämpft. Böse Mann, komm ran. Red nicht viel. Mach keine Ausreden. Ich hab Schnupfen, ich hab Erkältung, ich hab Corona. Zählt alles nicht. 7. Mai will ich dich bei Universum sehen. Und dann wird auf jeden Fall gekämpft. Und ja, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ein Mann, ein Wort. Team Sinan, ihr wisst. Stirb. Bau. Und von Sinan kennen wir diese Art. Er ist sehr provokant, war auch die letzten Wochen sehr provokant. Wobei man hier fairerweise auch noch hinzufügen muss, dass er die ersten Sticheleien seitens Bösemann einfach immer und immer wieder runtergeschluckt hat. Ja, man kennt's. Sinan steht in der Öffentlichkeit, hat, sage ich mal, ein gewisses Ansehen. Die meisten von uns wissen, er ist kein Bluff. Er ist wirklich das, was er auch nach außen hin präsentiert. Aber er hat ein gutes Herz. Alleine den Humor, den er mit an den Tag bringt, die Art und Weise, wie er auftritt. Wohingegen man aber bei Bösemann sagen muss, der Typ ist wirklich... Ja, er ist eine andere Liga, was das angeht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, den Bösemann so zu triggern und so zu provozieren. Am Ende wird sich am 7.5. zeigen, was die beiden drauf haben. Aber natürlich nur auf sportlicher Ebene. Und das sollte man auch sehr, sehr hoch beiden anrechnen. Die hätten es auch auf Straßenebene klären können. Es hätte dreckig und eklig werden können. Ist es aber nicht. So profitieren beide davon. Sie kriegen eine fette Finanzspritze. Promotechnisch wird es auch 1A, erste Sache sein. Also ich sag euch hier und jetzt mit Ansage, ich kann es mir vorstellen, dass sogar die 1 Million Live-Zuschauer geknackt werden. Bei dem Aufgebot an Leuten, die da teilnehmen werden, sollte diese Prognose nicht allzu utopisch klingen. Aber schauen wir uns mal an, wie Bösemann zum Beispiel auf diese Situation reagiert und die Ansage von Sinan. So, 7. Mai, geht's in den Ring. Gegen Sinan. Und das wird auf jeden Fall ein Massaker.
Das wird auf jeden Fall ein Massaker. Und ich kämpfe gegen dich auch mit 45 Grad Fieber, da habe ich kein Problem damit. Ja. Kleine Kostprobe hast du heute bekommen. Mit Kostprobe meint er diesen Schubser und halt die eskalierenden Situationen während des Face-Offs. Den Rest kriegst du dann am 7. Mai. Genau. Also, erstmal an meine Community, die stabil hinter mir steht, weil die wissen, ich bin kein Schwätzer, bei mir wird nicht geredet. Ja. Er ist der Albo, der Rappers geklatscht hat. Es gibt Sachen, die kläre ich im Hintergrund, die kriegt keiner mit. Dann gibt es Sachen, so wie diese hier, das teile ich dann mit dem Publikum. Vor allem, damit ihr es auch nochmal kapiert und versteht, es ist kein purer Hass zwischen den beiden. Ja? Sowohl er hat mir das mitgeteilt, als auch Sinan. Die sticheln gegeneinander, die tragen jetzt diesen Beef öffentlich aus, profitieren davon, die Veranstaltung profitiert davon und wir profitieren davon, indem wir unterhalten werden. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle Seiten. Und selbst wenn Bösemann verliert oder selbst wenn Sinan G verliert, solange die überhaupt antreten und diese Eier beweisen, bringen sie dem Deutschrap ein gewisses Maß an Kredibilität zurück. Warum auch nicht? Ist kein Problem. Ja. Ja. Und wie gesagt, 7. Mai. Vor allem merkt man auch in den Communities beider Parteien, dass die Leute wirklich heiß sind. Es sind sehr, sehr viele Posts gestern aufgetaucht. Zum Beispiel das hier. Komm her, ja Kelb. Ja. So auf richtig ehrenlos. Die Communities werden richtig hart angestachelt. Und dann @Sinan G45, Aslan, mein Bruder, ein Rapper, der wenigstens sein Wort hält. Und Kuss geht an der Stelle auch raus an ihn, der mich eingeladen hat für den 7.5., damit ich live vor Ort sein kann. Und vielleicht passiert es ja und ich fordere beide heraus zu einem Kampf auf einem Bein mit einem Arm hinterm Rücken. Oder zum Beispiel dieser Post: Mach deinen Kopf runter, ja Team. Guck mal, wie er lacht, wie der Sinan da lacht und das Ganze einfach auf humoristischer Ebene sieht. Naja, so viel zu dem Beef zwischen den beiden. Ihr könnt ja wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und bevor jetzt irgendwelche Leute ankommen und sagen, es wird eh nicht zu dem Kampf kommen und das sind Deutschrapper, alles Bluff und irgendeiner von denen wird vor Corona kriegen. Ja, genau so denke ich auch. Nur in diesem Fall kann ich euch zu 100% versichern, genauso wie im Fall der YouTuber, die vor kurzem erst da gekämpft haben, es wird zu einem Kampf kommen, selbst wenn einer von beiden seinen Arm gebrochen hat. Denn die haben einen Vertrag unterschrieben, der sie dazu verpflichtet. Wer diesen Vertrag nicht einhalten kann, aus welchen Gründen auch immer, außer es ist jetzt wirklich was absolut Gravierendes, er muss eine hohe Strafe dafür blättern. Von daher bleibt gehypt, freut euch auf den 7.5., verfolgt beide Typen auf Instagram, denn diese Shit-Dog-Phase fängt jetzt erst an, richtig, richtig geil zu werden. Es muss ja angestachelt sein, das Ganze. Der Hype muss ja generiert werden, genauso wie Leon Mascher gegen Standardskill. Nur, dass bei den beiden kein Hass oder keine vorangegangene Abneigung im Spiel war. Jedoch bei Bösemann und Sinan G diese ganze Situation sich schon seit längerem zieht. Und ihr wisst, bei zwei Sturköpfen, die sich immer weiter und weiter in eine Sache hineinsteigern, kann das Ganze richtig, richtig eklig und dementsprechend proportional für uns unterhaltsamer werden. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder vielleicht sogar um 20 Uhr live auf Twitch. Mazdak YT heiße ich da. Bis dann und ciao!